Hey Leute, wie war eure Woche? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und damit herzlich willkommen jetzt hier zu diesem Video. Wir spielen heute mal das Higher Lower Game. Das habe ich auch schon mal gespielt, glaube ich, hier auf diesem Kanal und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier mit Classic. Es gibt auch Beat the Clock, ich habe keine Ahnung, was es ist. Falls ihr nicht wisst, worum es hier geht, es wird hier auf der linken zum Beispiel Momento vorgeschlagen und einmal auf der rechten Swagways. Ist einfach falsch geschrieben. Oder, ja, keine Ahnung, eigentlich schreibt man das Segways, außer, oder? Moment, nee, Swagways, vielleicht sind das die Segways ohne Stil, das kann natürlich auch sein, da kenne ich mich nicht so gut aus. Oder, also, ich glaube, da braucht man nicht viel erklären. Okay. Wir fangen gleich an, und zwar Swagways, würde man sagen, wird weniger gegoogelt, Und es sind tatsächlich wahrscheinlich bloß diese Segways ohne Ding, ne? Die in Deutschland, glaube ich, noch illegal sind. Aber gut. Laser Hair Removal. Würde ich mal sagen, wird so 200.000 Mal gegoogelt. Oh, 300.000 Mal, okay. Gut. Also, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, wie gesagt. Und wenn ihr, keine Ahnung, Spaß dran habt beim Zuschauen, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann würde ich sowas öfter machen. Laser Hair Removal, Bryan Adams. Ich würde mal sagen, Bryan Adams wird so 2 Millionen Mal gegoogelt. Okay, das ist jetzt nicht so viel, wie ich dachte. Okay, das ist gar keine Frage. Wie Wikipedia wird über 50 Millionen Mal, würde ich mal sagen, gegoogelt. Oh, okay. Shit. Ich hatte nur von Outlook und das wird einfach mal 60 oder 70 Millionen Mal gegoogelt. Deswegen dachte ich jetzt Wikipedia, ja gut, das können so 15 Millionen Mal sein, aber gut, 13 Millionen Mal ist auch schon eine Ansage, ne? Okay, Black Hole, glaube ich, wird weniger, ich denke mal so, ich sag mal 1 Million. Okay, nicht einmal, also ich übertreibe es wahrscheinlich ein bisschen, anscheinend. Okay, Black Hole oder Juan Manuel Santos, ich kenne den nicht, keine Ahnung, wer das ist, irgendein wichtiger Mann, aber... Ich würde mal sagen, er wird weniger gegoogelt. Ah, okay. Weil es sieht einfach... Sorry, aber es sieht unwichtig aus. Keine Ahnung. Economic Forum. Das, keine Ahnung. Es sieht nicht nach einem weltbewegenden Mensch. Also, ich habe jetzt halt nichts von dem gehört, ne? Also, wenn irgendwas bewegen würde, hätte ich schon was von dem gehört. Dann würde er auch öfter gesucht werden. Aber gut. Holocaust wird über 100.000 Mal auf jeden Fall gesucht. Ja, gut. Wäre jetzt auch geklärt. Pans Labyrinth, das würde weniger, vielleicht 100.000 Mal. Okay. Hauptsache weniger. Cool Runnings ist irgendeine Serie mit, ich würde schon fast sagen Will Smith, aber nee. Boah, das ist so schwierig. Das ist so knapp dran, das ist wahrscheinlich so 300.000 Mal. Aber ich sag mal 100.000 Mal. Ja, so 100.000 weniger oder mehr hätte ich mir schon gedacht. Okay, Thailand 500.000 Mal. Okay, mehr als das Doppelte. The Silence of the Lambs wird weniger. Ich sag mal 200.000 vielleicht. Okay, alles klar. Dann noch Christmas. Das ist schwierig. Wie oft wird Google Christmas im Monat gegoogelt? Die Frage ist ja auch, ob das jetzt... quasi guckt, wie oft es an Weihnachten gegoogelt wird, wie oft an Weihnachten gegoogelt wird oder wie oft halt einfach jetzt mitten im Jahr. Weil ich könnte mir quasi vorstellen, dass es jetzt weniger gegoogelt wird als an Weihnachten selbst. Aber ich würde mal sagen, weniger tatsächlich. Oh. Scheiße. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Weihnachten googeln, aber ja. Na, es ist halt die Frage, ob es unterm Jahr gefragt wird. Ich meine, jetzt wird doch keiner Weihnachten googeln, oder? Ach, ich weiß auch nicht. Dictionary oder Andre Agassi? Andre Agassi ist irgendein guter Tennisspieler. Ich muss sagen, der wird keine Millionen, der wird vielleicht 800.000 Mal gegoogelt. Okay. Hab ich ein bisschen zu gut gemeint. Harambe wird 500.000 Mal gegoogelt. Okay, da war ich ja gar nicht mal so weit weg. Pope. 6 Millionen Mal. Was? Was? Pope wird nicht mal 200.000 Mal gegoogelt, obwohl es die größte
Religion der Welt eigentlich ist. Krass. Heftig, hätte ich jetzt nicht gedacht, hey. Also, obwohl er die größte Religion der Welt führt. Okay. Also ich glaube zumindest mal, dass die Kirche die größte Religion der Welt ist, oder? Christi, okay, nochmal schon über 1 Million Milliarden. Ach, ist jetzt auch egal. Meißel mich da nicht in Stein, aber es, glaube ich, ist Tatsache. Aber gut. Skype, 20 Millionen Mal und Karate, denke ich mal, weniger Millionen, nicht einmal. Das war eigentlich ganz klar. The Godfather ist irgendein Film, würde ich mal sagen, 100.000 Mal. Okay, war gar nicht so unknapp, sag ich mal. NHS. Oh, weh, weh, weh. Was ist denn bitte schon NHS? Norwich? Da steht sie sogar. University. Nee, NHS und nicht NUH. Norwich University Hospital. Hat irgendwas mit einem Krankenhaus zu tun? Wird weniger gegoogelt. Ich sag mal 100.000 Mal. Okay. Das kann man natürlich nicht wissen, ne? News. Das wird 1 Million Mal. Oh, okay. Alles klar. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Sailing. Ja, das ist wieder was Einfaches, ne? Keine Millionen. Ja, gut. Also die 10 machen wir noch voll. Oh, Selena Gomez. Wird Selena Gomez öfter gegoogelt als Sailing? Das ist die Frage. Schwierig. Schwierig, liebe Leute. Aber ich nehme jetzt einfach mal higher. Und dann denke einfach mal, dass Selena Gomez so vielleicht 10 Millionen Mal gegoogelt wird, okay? Na, gut. Na, wenn man es aufrundet, dann kommt man so auf 10 Millionen. Gut, Disney wird... Oh Gott. Selena Gomez war damals bei Disney. Na gut, das ist eine schwierige Sache. Ich würde fast sagen, Disney wird 10 Millionen Mal. Ach, Schande. Wer hätte sowas gewusst? Sie können auch mal gerne mitraten. Also, ihr müsst es nicht in die Kommentare schreiben. Aber einfach mal mitraten, mitdenken im Kopf. Okay, das wird die letzte Runde jetzt. Mal schauen, wie weit wir schaffen. Egal, wie weit ich komme. Wenn ich jetzt bis 30 mache oder was, würde das Video länger. Aber FedEx auf jeden Fall mehr. To Kill a Mockridge. Mockingbird. Nix Mockridge hier. Das kennen wir ja schon. So, mal gucken. Inception. Okay, oh, das ist schwierig. Es ist unter der Million, würde ich jetzt mal sagen. Ist es aber auch unter den 550.000 Millionen? Was zur Hölle habe ich gerade gesagt? 550.000 Millionen. Okay. Ich bin fertig. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich würde sagen weniger. Oh, shit. Okay, dann lassen wir das Video eben unter den 10 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne. Und natürlich die Glocke nicht vergessen, die ist wichtig, damit ihr bestimmt, was ihr für ein Content guckt und nicht der Algorithmus. Ganz wichtig. Und ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt immer schon aktiv. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.